Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 16. Juli 1988. Heute vor 35 Jahren sprintete die Amerikanerin Florence Griffith Joyner zum Weltrekord über 100 Meter. Ein Beitrag von Thomas Jädicke. Der 16. Juli 1988 ist ein extrem heißer und windiger Tag in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana. 3 Monate vor den Olympischen Spielen in Seoul ist noch nicht entschieden, welche US-amerikanischen Leichtathleten nach Südkorea reisen werden. Jetzt stehen bei den Ausscheidungsrennen die 100 Meter der Frauen auf dem Programm. Als sich die Starterinnen im Indiana University Track Stadium in die Startblöcke kauern, bauscht der Wind die mit Sicherheitsnadeln an den Trikots befestigten Startnummern auf. And one of the people that we want to focus in on here is Florence Griffith Joyner in lane 5. Auf Bahn 5, ganz in der Mitte des Feldes, geht Florence Griffith Joyner in Position. Die 28-Jährige als 7. von 11 Geschwistern in Watts, einem der härteren Viertel von Los Angeles aufgewachsen, ist für ihre exzentrischen Auftritte bekannt. 16 cm lange, knallrot lackierte Fingernägel. Grelle Outfits sind ihr Ding. Schon im Vorlauf hatte sie den Weltrekord auf 10,60 Sekunden gedrückt. Doch wegen des starken Rückenwinds wurde die Zeit nicht gewertet. Wie so oft trägt sie auch bei diesem Wettkampf einen ihrer selbst entworfenen Bodysuits. Einen hautengen, lilafarbenen Rennanzug, der nur ein langes Hosenbein hat. Bereits auf halber Strecke ist die Sache erledigt. Die Konkurrenz sieht nur noch Griffiths Hacken und ihre kometenschweifartige Mähne. Mit raumgreifenden Schritten fliegt Florence Griffith Joyner, genannt Flo-Jo, förmlich ins Ziel. Bei 10,49 Sekunden bleibt die Uhr stehen. Neuer Weltrekord. 27 Hundertstel Sekunden schneller als Evelyn Ashfords alte, 1984 aufgestellte Bestmarke. Die Reporter können es nicht fassen. Nie zuvor ist der 100-Meter-Rekord der Frauen im Zeitalter der elektronischen Zeitmessung in einem Rennen um mehr als 13 Hundertstel unterboten worden. Doch was ist mit dem Rückenwind? Obwohl der bei der nahen Dreisprunganlage aufgestellte Windmesser 4,3 Meter Rückenwind pro Sekunde anzeigt, weist das an der Laufbahn platzierte Gerät zur selben Zeit einen Wert von 0,0 aus. Eigentlich unmöglich. Doch es bleibt dabei. Der Rekord wird nicht kassiert. Innerhalb eines Jahres hat Florence Griffith mit dieser fabelhaften Zeit ihre eigene Bestleistung um sagenhafte 0,5 Sekunden gesteigert. Florence, fantastic, 10.49. Oh, thank you. Very excited, very excited. Tell me about the wind. Of course, that's an area of great controversy right now. Do you feel it dropped? Oh, yes, it did. Bobby told me the wind was down. Go for the world record. Erst Jahre später stellt ein australischer Forscher vom Leichtathletik-Weltverband beauftragt fest, dass ein Fehler am Windmesser vorgelegen hat. Oder hatte sie gedopt? Obwohl Florence Griffiths tiefe Stimme und ihre mächtigen Muskelberge das nahelegten, wurde sie nie positiv getestet. Aber vor 35 Jahren waren die Kontrollen auch noch nicht so scharf. Der 9-fache Olympiasieger Carl Lewis, selbst 1988 bei den Trials in Indianapolis als Doper überführt, schrieb in seiner Biografie: In der Welt der Leichtathletik hatte die Meinung, dass Florence gedopt war, Allgemeingültigkeit. Die härtesten Anschuldigungen kamen von Darrell Robinson, einem ehemaligen 400-Meter-Champion. Er behauptete, Flo-Jo im Olympiajahr Wachstumshormone verkauft zu haben. Griffith wies die Vorwürfe vehement zurück und nannte Robinson einen zwanghaft verrückten, lügenden Irren. Ihr Mann und Trainer Al Joyner fügte noch hinzu, dass diese Dopinggerüchte vor allem von Neidern in die Welt gesetzt würden. Im September 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul ist Flo-Jo jedenfalls der Star der Wettbewerbe. Sie holt 4 Goldmedaillen und eine silberne. Über 100 Meter bestätigt sie in 10,54 Sekunden ihre Fabelzeit und knackt auch über 200 Meter den Weltrekord. Nur wenige Monate nach ihren Triumphläufen beendet sie ihre Karriere. 10 Jahre später, mit 38 Jahren, stirbt sie, vermutlich nach einem epileptischen Anfall.